Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Hörgenuss des Monats. Heute ist wieder der letzte Donnerstag im Monat und ganz liebe BookTube-Kolleginnen und ich präsentieren euch heute ganz wunderbare Hörbuch-, Podcast-, Buchtipps, ja, in unserem Hörgenuss des Monats Juni. Und bei mir ist es diesmal, ja, im Grunde eine Wiederholungstäterin, denn Beth O'Leary hat mich bereits im letzten Jahr mit Love to Share begeistert und heute möchte ich über Time to Love sprechen. Das neue Buch von Beth O'Leary, heiß erwartet und direkt als Hörbuch bei mir eingezogen, weil ich mich schon im letzten Jahr sehr an diesem Hörbuch von Love to Share erfreut habe, dachte ich mir, das machst du diesmal genauso. Ihr findet unten in der Infobox alle Infos zu den Mädels, wenn ihr sie nicht eh schon abonniert habt und eure Abo-Liste heute voll ist. Ich freue mich auf die neuen Videos der lieben Mädels und bin total gespannt, was sie vorstellen werden. Und ja, freue mich da heute dann auch die Videos von ihnen zu entdecken. Und ja, auch die Infos zum Buch packe ich in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr mehr Infos wollt. Ja, wir sprechen heute über Time to Love. Das ist das zweite Buch von Beth O'Leary. Mir hat letztes Jahr Love to Share wirklich unglaublich gut gefallen. Deswegen ist auch als echtes Buch dann bei mir eingezogen ist, obwohl ich es ja auch gehört habe. Wir haben hier zwei Sprecherinnen. Da werde ich später noch ein bisschen mehr drauf eingehen, denn ja, es ist natürlich nicht nur eine schöne Geschichte, die ich euch präsentiere, sondern den Hörgenuss macht natürlich ein bisschen mehr aus. Das Buch ist ein reguläres Buch. Das heißt, das könnt ihr auch als Taschenbuch oder E-Book erwerben. Ihr müsst es nicht zwangsläufig hören. Solltet ihr kein Freund von Hörbüchern sein, ist das natürlich hier auch ein absoluter Buchtipp. Ja, wir treffen auf Lina, die nach einem katastrophalen Meeting von ihrer Chefin eine zweimonatige Pause angeboten bekommen, wenn nicht gar aufgezwungen bekommen. Sie fällt so ein bisschen in ein Loch, denn im letzten Jahr hat sie ihre Schwester an Krebs verloren und hat sich auch mit ihrer Mutter so ein bisschen, ja, zerstritten, ein bisschen auseinandergelebt und merkt, ja, der ganze Stress, eigentlich hat sie das nur zur Ablenkung genutzt und ja, so beschließt sie dann einfach aufs Dorf zu fahren, aus London raus und ihre Oma zu besuchen und möchte dort diese zwei Monate verbringen und möchte sich da wirklich so auf sich konzentrieren, runterkommen, lässt Freunde, ihren Partner und auch ihren Mitbewohner allein und ja, fährt aufs Land zu ihrer Oma Eileen. Und ja, Eileen ist Ende der 70er, irgendwie 78, 79 Jahre alt und ja, kämpft natürlich auch ein bisschen darum, dass sie sieht, wie ihre Tochter unter dem Tod ihrer Enkelin sozusagen leidet, wie sich auch die eine Enkelin wieder mit der Mutter verstritten hat. Ja, leidet da auch so ein bisschen drunter. Aber dennoch ist sie eine quirlige und auch lebensfrohe Frau, die auch nach der Trennung von ihrem Mann sagt, ich möchte jetzt nochmal irgendwie durchstarten, ich möchte nochmal einen Partner finden, nochmal die große Liebe finden. Und sie versucht natürlich, ihre Enkelin jetzt hier ein bisschen Halt zu geben, sie ja so ein bisschen aufzunehmen und hat dann aber die glorreiche Idee, in London ist das Dating bestimmt besser, lass uns doch unsere Leben tauschen. Und so zieht die Oma kurzerhand nach London in die Dating-Szene, in die Wohnung von Lina. Und Lina bleibt auf dem Dorf und wohnt ja, bei ihrer Oma. Und beziehungsweise im Haus ihrer Oma. Und ja, dass das gar nicht manchmal so einfach ist, wie man sich diesen Lebenstausch vorstellt, ja, kann man sich dann wahrscheinlich vorstellen. Zuerst muss ich sagen, dass ich diese Idee großartig finde. Ich finde es schön, dass wir hier keine klassische Liebesgeschichte haben, sondern wirklich eher so diese Lebensgeschichte zweier, ja, tatsächlich großen, unterschiedlichen Generationen. Wir haben hier eine junge Frau mit Ende 20 und ja, etwas reiferen Dame mit Ende 70. Und man merkt die Unterschiede relativ schnell, die diese Generation haben. Man kennt sie vielleicht selbst von der eigenen Oma, wenn es um Technik geht, um Smartphones geht, PC geht. Was, man kann im Internet auch Menschen kennenlernen. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich meiner Oma erklärte, dass ich YouTube-Videos mache und wie lange diese Erklärung gebraucht hat mit der Reaktion, und da schauen sich dann Leute an. Ja, scheinbar schauen wir uns das alle sehr gerne an. Es ist super schön hier diese zwei ja, Frauen, die eigentlich im Leben stehen, aber doch irgendwas fehlt und sie auch an Dingen aus der Vergangenheit einfach arbeiten, die zu begleiten, mitzubekommen, wie sich auch der Alltag verändert, wie sich die Leben verändern. Und dadurch, dass es eben keine Liebesgeschichte im Vordergründigen irgendwie gibt, sondern tatsächlich eher ein bisschen Dating und eher Freundschaft und man wirklich eher diese Lebensgeschichten im Vordergrund hat, das fand ich richtig, richtig toll. Wir haben hier eben wirklich
wirklich zwei Frauen, die wir begleiten, auch durch zwei Perspektiven. Wir beide leben sozusagen in Gedanken erfahren. Wir haben aber auch ganz wunderbare Nebencharaktere. Und dabei ist es egal, ob wir mitten in London sind und die Nachbarn kennenlernen und den Mitbewohner und die Dating-Szene und wirklich erleben, wie man sich vorstellt, dass sich vielleicht tatsächlich End-70er irgendwie online kennenlernen. Aber genauso die junge Lina, die von der Stadt jetzt aufs Land verfrachtet wurde, wenn man so möchte, und dort jetzt irgendwie in der Nachbarschaftswache unterwegs ist, ein Fest plant und ja, im Grunde einfach schaut, wie bekommt sie die etwas älteren, alten Leute irgendwie auf Trab und wie kann sie sie unterstützen. Und ich mochte sowohl die im Städtchen, im Dorf lebenden Nebencharaktere super gerne, als dann eben auch tatsächlich die in der Stadt, die man so kennenlernt. Es waren so Unterschiede und trotzdem sind die alle, Menschen sind halt doch irgendwie alle gleich und doch so unterschiedlich, wie es nur geht. Und der Schreibstil von Beth O'Leary ist wie gewohnt aus dem ersten Buch flüssig, er ist modern, er ist lebendig, es sind tolle Dialoge und es ist alles so echt und greifbar und man hat wirklich das Gefühl, man sitzt da mit Freunden an einem Kaffeetisch und trinkt einen Kaffee und genießt diese Zeit und lässt sich die Geschichte von den zwei Frauen erzählen und man ist so lebendig dabei und es ist ein ganz, ganz toller Stil, es ist eine wunderbare Atmosphäre, die geschaffen wird und ja, die mich wirklich sehr begeistert und mit bewegt hat. Man schließt die Charaktere, sowohl Lina als auch Eileen, als natürlich auch die Mutter von Lina, die ganze, drumherum sehr, sehr ins Herz und es ist auch dann sehr viel zum Lachen. Es gibt Dinge, die einen berühren, es sind Dinge, die man so aufsaugt an Gefühlen. Es ist sehr emotional in jede Richtung, von Weinen über Lachen, über Schmunzeln bis hin zu, es ist einfach alles dabei und es geht eben in diesen Lebensgeschichten sehr um Trauerbewältigung, um Veränderung, um Liebe, um Freundschaft, ums Älterwerden und es geht einfach so um das Leben und das hat Beth O'Leary wirklich großartig in dieser Geschichte gepackt und es ist so eine Momentaufnahme und ein bisschen was vorher und ein bisschen was nachher und es ist einfach richtig, richtig toll und es ist einfach großartig. Es hat unglaublichen Spaß gemacht, der Geschichte zu lauschen. Und jetzt komme ich dahin, warum mir eben auch das Buch als Hörgenuss so gut gefallen hat. Denn wir haben hier zwei Sprecherinnen, zum Beispiel einmal Gabriele Blum und einmal Brettschneider. Und beide haben die jeweiligen Charaktere wirklich mit Leben gefüllt. Man hat zu beiden Gesichtern vor Augen gehabt, auch wie die Geschichte erzählt wurde. Es war sehr bildhaft, es war atmosphärisch. Man hat hier wirklich durch die unterschiedlichen Stimmen einfach... Es ist etwas anderes im Kopf passiert und Beth O'Leary hat auch die Kunst, das fand ich auch in ihrem ersten Buch toll, dass die Charaktere wirklich ein bisschen anders klingen. Man hat es ja sehr oft bei Perspektivwechsel, dass der Mann im Grunde genauso denkt wie die Frau und wo man denkt, warum macht man eigentlich diesen Perspektivwechsel, wenn die Charaktere gleich klingen. Und Beth O'Leary schafft das ganz zart und trotzdem auffallend, dass die Charaktere anders sprechen, dass die Charaktere einfach anders auch denken im Umgehen und das rüberzubringen, dass wir hier eben zwei unterschiedliche Menschen haben. Und das haben für mich eben auch diese zwei Stimmen perfekt gemacht. Das war wirklich... on point gesprochen, es war eine tolle Atmosphäre und gerade gegen Ende gab es so zwei, drei Momente, wo wirklich die Emotionen so richtig aufgekocht sind in verschiedenste Richtungen. Das haben für mich auch die Stimmen tatsächlich sehr gut gemacht und richtig gut rübergebracht und ich fand's toll. Es war für mich wirklich wieder ein Lebenslese-Highlight. Es ist eine wunderbare Geschichte und kann ich wirklich nur empfehlen. Wer so eine Liebesgeschichte erwartet wie bei Love to Share, der wird da vielleicht ein bisschen enttäuscht. Aber wer so eine Lebensgeschichte mag von zwei Frauen, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten und doch so viele Ähnlichkeiten haben, der ist hier absolut richtig und sollte, wenn er Hörbücher mag, solltet ihr auf jeden Fall auch auf das Hörbuch zugreifen, euch das anhören und wirklich diese Hörzeit dann auch genießen. Denn es ist wahrlich ein Hörgenuss. Ich möchte noch kurz anmerken, dass mir letztes Jahr bei Love to Share nicht so gefallen hat, dass die Stimmen so unterschiedliche Lautstärken hatten. Man hatte immer das Gefühl, beim Wechsel zwischen der Protagonistin und dem Protagonist, man musste die Lautstärke höher und niedriger stellen. Das hatten wir hier nicht. Hier scheint man tatsächlich ein bisschen auf die Lautstärken geachtet zu haben und sich vielleicht auch die Kritik beim ersten Buch ein bisschen angenommen zu haben. Das war hier wirklich perfekt. Man musste nichts leiser, lauter oder stellen. Man ist nicht erschrocken bei dem einen, hat nichts gehört bei dem anderen. Das ist wirklich top. Das möchte ich einfach lobend erwähnen, weil ich weiß, dass das einige letztes Jahr bei Love to Share gestört hat. Time to Love, ein absolutes
Highlight, ein Hörgenuss, der hier einfach seinen Platz finden muss. Und ich kann es wirklich nur von Herzen empfehlen. Und das war jetzt auch schon mal Hörgenuss. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den anderen Mädels. Freue mich jetzt auch auf die vielen Videos, die in meiner Abo-Liste auf mich warten. Und mich würde natürlich interessieren, was war denn jetzt bei euch letztens vielleicht ein Hörgenuss? Hört ihr gerne Podcasts, Hörbücher, Hörspiele? Lasst uns gerne ein bisschen in den Kommentaren zusammen austauschen. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.